Mein Name ist Martin Hackl, bin IT-Enterprise-Architekt in der österreichischen Justiz und damit schon mal ganz generell für die gesamte IKT aus struktureller Sicht in der Justiz zuständig. Justiz 3.0, beim Herfahren im Zug habe ich ganz kurz überlegt, 2012 habe ich auch einen Vortrag gehalten in Graz und ich dachte, Justiz 3.0 war dort schon Thema. Nein, 2013 habe ich dann entdeckt, ist dieser Begriff kreiert worden. Mittlerweile reden wir ja von Industrie 4.0, Verwaltung 4.0. So gesehen kann man sagen, sind wir schon wieder viel zu spät dran. Aber wir haben uns bewusst dazu entschieden, wir müssen das einmal durchziehen. Wir müssen diese Dinge, die jetzt, wie gesagt, seit 2012 und wird danach auch dazu kommen, auf Schiene gebracht wurden, auch konsequent einer Umsetzung zuführen. Was ist jetzt Justiz 3.0? Justiz 3.0 ist unsere Digitalisierungsinitiative in der österreichischen Justiz und erstreckt sich per se und deswegen fühle ich mich auch hauptsächlich dafür verantwortlich, betrifft die gesamte Justiz. Sie kennen vielleicht dieses Bild, ist vielfach in Digitalisierungszusammenhängen auch in Präsentationen vorhanden. Wer es erkennt, ist der Petersplatz in Rom und zwar im Jahr 2005, damals als Papst Benedikt quasi seine Ernennung als Papst zugeführt wurde. Und dasselbe Platz, nur zu einem anderen Zeitpunkt, 2013. Ich glaube, man kennt den Unterschied. Digitalisierung ist allgegenwärtig. Und eigentlich sind die Folien ja mittlerweile schon abgedroschen, weil wenn man die Vorträge hier der letzten beiden Tage auch sieht, sehen wir ja auch, wir kommen nicht mehr dran vorbei. Und nona net, auch die österreichische Justiz hat das natürlich erkannt, Wir können und wollen auch auf die Vorteile des digitalen Arbeitens bei uns nicht mehr verzichten. Die Justiz ist, das wissen Sie wahrscheinlich auch, so textlastig wie fast kein anderer Bereich. Das Endprodukt der Rechtsprechung, wenn man so möchte, sind Beschlüsse, sind Entscheidungen. Was auch ganz okay ist, ist uns immer ganz wichtig, gerade im Dialog, wird dann dazu kommen, dass der ganz im Vordergrund steht, der Digitalisierung. Wir wollen nicht davon abgehen und wir denken auch nicht darüber nach, Beschlüsse der Rechtsprechung künftig per WhatsApp, Beschlüsse der Rechtsprechung per WhatsApp zu verschicken. Aber es gibt einfach im informellen, internen Kommunikationsbereich mittlerweile etwas Adäquateres als große Handlungsanweisungen in lange Dokumente zu verfassen und von einer Stelle in der Justiz an die nächste zu geben. Und so banal das klingen mag, da haben wir noch einiges vor uns, um dorthin zu kommen. Man sieht an dieser Grafik eben auch, SMS war lange Zeit ein Boom, aber mittlerweile am absteigenden Ast. WhatsApp hat das Ganze überholt. Wenn man das weiter spannt, wo die Visionen der App-Anbieter in diesem Bereich geht, die Verknüpfung wiederum mit Verfahren, mit Prozessen. Facebook geht ja ganz, ganz stark jetzt auch mit dem Messenger in die Richtung Prozesse, Angebote und Ähnliches auch in diese Kommunikation einzubetten. Und das ist, glaube ich, einfach der Punkt oder die Vision, an der wir uns auch orientieren müssen. Heißt nicht, und so naiv bin ich nicht, dass wir die Justiz dorthin bringen, dass wir Facebook überholen oder Ähnliches, aber wir müssen zumindest nach dem streben und dann schauen, dass wir gerade im Dialog auch mit den Stakeholdern und mit den entsprechend fachlich gestalteten Personen hier das Bestmögliche und Effizienteste rausholen kann. Was sind jetzt ganz genau unsere Herausforderungen? Kollegin von der Stadt Wien hat vorher gesagt, Justiz macht auch was im Bereich Digitalisierung. Ja, das ist aber natürlich auch nicht nur ein Selbstzweck. Wir haben ziemliche Herausforderungen neben den budgetären und Modernisierungsmaßnahmen, die Sie sicher auch kennen. Im internationalen Umfeld ist die österreichische Justiz ja durchaus bekannt für einen Fortschritt bzw. wie weit das wir eigentlich hier in Österreich in den letzten 30 Jahren gekommen sind. Das birgt natürlich auch dahinter, dass wir relativ viel Legacy haben. Also wir haben Mainframes abgelöst und so weiter und so fort. Und das ist natürlich nochmal eine spezielle Komponente im ganzen Bereich der Digitalisierung. Ich habe es vorhin schon gesagt, wenn wir raufgehen auf die technischen Trends, Kommunikationsverhalten gerade im internen Zusammenspiel, bei den internen Prozessen. So banale Dinge wie Workflows, wenn man flexibler Workflows, flexibles Zusammenarbeiten ist etwas, das uns ohne dies schon sehr, sehr lange beschäftigt. Mobility, allein wenn man an unsere Kerngruppe, auch der Entscheidungsorgane Richter denkt, die sind grundsätzlich mit ihrer Arbeit nicht an ein Büro oder an Arbeitszeiten gebunden, die kommen zum Verhandeln im Verhandlungssaal. Sehr viele nutzen einfach die Möglichkeit, die Aktenaufbereitung, Aktenstudium von zu Hause durchzuführen.
ein klassisches Mobile-Thema. Wenn man hier gewinnen möchte, dann muss es runde und adäquate Unterstützung für den Mobile-Bereich geben. Internet of Things, ein Thema, das auch beschäftigt, was hat das mit der Justiz zu tun? Auch der Strafvollzug bei uns wird zunehmend digitalisierter. Wir haben Insassen, die mittlerweile, weil es ihnen einfach zur Beschäftigung auch zusteht, Spielekonsolen bekommen. Insassen haben die Möglichkeit, im kontrollierten Bereich Videoconferencing zu machen, zu skypen und so weiter und so fort. IT ist allgegenwärtig. Das heißt im Umkehrschluss, wir müssen uns überlegen, wie können wir den Haftraum, die ganze Justizanstalt intelligenter machen, wie können wir hier auch entsprechend uns aufstellen, um die Sicherheit, um die Kontrolle auch in diesem Bereich, wo wir es einfach auch sicherstellen müssen, mit IT entsprechend einer Umsetzung zuzuführen. Big Data, ich möchte jetzt gar nicht darauf gehen, ob jetzt Big Data im engeren Sinn oder im weiteren, aber wir haben jedenfalls mit sehr, sehr vielen Daten zu tun. Beginnt dabei, und das Beispiel ist vielen oft gar nicht bewusst, umso weiter, dass die Digitalisierung in der Wirtschaft fortschreitet, umso größer werden unsere Akten und Daten. Ein Beispiel, kennen Sie aus den Medien, das Alpine-Verfahren, das jetzt auch schon viel zu lange Zeit in der Justiz läuft, anhängig ist, da haben wir Grunddaten von 120 Terabyte, die einfach aus Hausdurchsuchungen beschlagnahmt wurden. Mit jedem Wirtschaftskriminalitätsfall, wo ein Unternehmen hier straffällig wurde, sind die beschlagnahmten Daten exponentiell im Wachsen. Die gilt es zu verarbeiten, die gilt es, wir wollen ja auch unsere Verfahrensdauern zu verkürzen, durch Zuhilfenahme von IKT beschleunigen. Ich spreche jetzt noch gar nicht von Verhandlungsaufzeichnungen und so weiter und so fort, wo einfach Unmengen an Daten an ca. 160, 170 Gerichtsstandorten und Staatsanwaltschaften entstehen, die man einer intelligenten Protokollierung zuführen möchte und. Das sind alles Themen, die uns, sehr wehtun, weil wir gerne weiter wären, als wir eigentlich sind. Social Media, last but not least, gerade im Bereich auch der Betrugsbekämpfung, der Strafverfahren, ein Thema, dem wir uns nicht mehr verschließen können. Die Rohdaten, wenn man so möchte, die Beweisgegenstände liegen nicht nur in Papierakten und in Papierdokumenten. All diese Datenquellen überall, wo Wirtschaft passiert, ist quasi der Treiber auch der Justiz in diesem Bereich. Ich habe vorhin gesagt, 2012 hatte ich vermutet, dass der Begriff Justiz 3.0 schon entstanden ist. Es war dann eben 2013, wie wir eben diese digitale Initiative oder Digitalisierungsinitiative aufgesetzt haben. Und damals, natürlich hat es den Begriff Digitalisierung schon gegeben, aber uns war es noch gar nicht so bewusst, dass es so weit uns eigentlich in der Breite zu beschäftigen hat und dass es eigentlich wirklich ein Sammelsurium innerhalb der Justiz von all diesen technischen Trends gibt, das uns da einfach wirklich trifft. Dementsprechend erst, nachdem die Folie eben auch schon seit 2013 in ihren wesentlichen Zügen existiert, Digitalisierung, wie man sieht, ist unabkömmlich in diesem Zusammenhang. Auf der anderen Seite, und den Tweet habe ich erst gestern auch gesehen, stammt vom 7. Juni, die Frankfurter Allgemeine hat etwas reißerisch zugegebenermaßen gesagt, die deutschen Behörden fürchten die Digitalisierung mehr als die Flüchtlingskrise. Ich möchte das jetzt gar nicht auf Deutschland beziehen, darunter steht es ein bisschen aus meiner Sicht deutlicher. Die Behörden sind mit der vernetzten Verwaltung überfordert. Und ich maße mir jetzt nicht an, wie gesagt, über Deutschland oder andere Behörden zu sprechen, aber wir sehen es in unserer Initiative, wenn ich jetzt allein für die Gerichte spreche, wenn wir mit solchen Technologien und Vorschlägen kommen, da ist Angst da, da sind riesige Befürchtungen da und auf der anderen Seite Überforderung. Nur ein ganz kleines Detail, das Surface-Gerät und egal von welchen Anbieter, gibt es mittlerweile viele, es ist kein leichtes Unterfangen, einen traditionellen Desktop-PC mit einem Standard-Surface-Gerät, wo auch Windows drauf ist, einfach einem Mitarbeiter in der Justiz zu geben, mit einer normalen Einschulung, und der kommt damit klar. Alles, was die Themen WLAN und so weiter sind, auch wenn wir auf die Generation Y zielen, aber wir müssen irgendwie alle mitnehmen, und das ist eine riesige Herausforderung in dem Umfeld. Deswegen haben wir auch relativ früh erkannt, dass man mit traditionellen IT-Projekten gerade in so einem breiten Digitalisierungsumfeld eigentlich scheitern werden bzw. nicht weit kommen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen diesen 7-Master hier kennt, 7-Mast-Schoner, der ist, glaube ich, 1905, also Thomas Lawson war der Name,
1905 gebaut worden, als einziger 7-Mast-Schoner. Das war die evolutionäre Weiterentwicklung der 6-Mast-Schoner, weil man einfach zum Schluss gekommen ist, man muss ein bisschen mehr transportieren, es muss ein bisschen schneller gehen. 4 Jahre später ist er gesunken und das war das Ende, dass man in der Schifffahrt auf Segelschiffe gesetzt hat. Das ist mitunter auch ein Punkt, den wir erkannt haben. Wir haben davor agile Entwicklung eingesetzt, was aus unserer Sicht evolutionäre Weiterentwicklungen waren. Aber wir haben IT-Projekte mit Justiz 3.0 die Erkenntnis gehabt, wir müssen es einfach breit aufsetzen, wir müssen uns um viel mehr Dinge noch Gedanken machen, als wir es bisher gemacht haben. Und in weiterer Folge jetzt Themen, die wir einfach ganz bewusst im Bereich Change Management versucht haben aufzusetzen, damit man eben hier dieses Digitalisierungsprojekt, weil eins können Sie sich auch vorstellen, gerade mit den Benutzergruppen, die wir innerhalb der Justiz hier zu tun haben, nichts ist schneller als so ein Projekt zu torpedieren bzw. so ein Projekt wieder abzudrehen. Dementsprechend war es uns ganz, ganz wichtig, einen sogenannten E-Justizbeirat auf allerhöchster Ebene zu installieren, wo wir die Präsidenten der Oberlandesgerichte drinnen hatten, vom Kabinett, vom Minister und so weiter und so fort, also relativ breites Gremium, leitenden Oberstaatsanwälte und so weiter und so fort, die dann Vertreter, Praktiker für die Erarbeitung dieser Digitalisierungsstrategie entsandt haben. Das war schon mal so ein ganz wichtiger Punkt, dass wir aus der dezentralen Justizstruktur und Organisation hier in dieses Digitalisierungsprojekt wirklich auf ganz, ganz breiter Basis die Leute involviert haben. Und auf Ebene dieser drei Arbeitsgruppen, Arbeitsgruppe für Geschäftsarchitektur, Informationssystemarchitektur und Technologiearchitektur, einfach einen breiten Diskurs geführt haben, wo sehen wir die Justiz oder den Betrieb der Justiz in den nächsten 10 Jahren. Diese Strategiephase, wenn man so möchte, wo dieses Strategiepapier entstanden ist, hat uns allein 14 Monate beschäftigt, aber am Ende zu einem relativ breiten Konsens und zu einer Überzeugung geführt, dass sich die Justiz eben wirklich nicht der Digitalisierung entziehen kann. Das war vorher gar nicht so klar, uns aus IT-Sicht natürlich schon, aber allein um das entsprechend breit zu vermitteln und hier auch Awareness zu bekommen, war ein ganz wesentlicher Meilenstein für uns. Was war noch so ein Erfolgsgeheimnis? Das hat sich auch über diese Strategiephase drüber gelegt. Ich habe es vorhin schon kurz aufgespannt über die technischen Trends. Es gibt natürlich größere Unternehmen, es gibt auch größere Verwaltungsbereiche, aber am Ende ist die IT im Bundesministerium für Justiz für die dezentrale Justiz bundesweit, also für 15.000 Mitarbeiter, verantwortlich mit allen ihren fachlichen Domänen. Und um hier wirklich einfach entsprechend ein Wording zu finden, in welchen Bereichen sprechen wir, was gilt es hier auch effizient und querschnittlich anzugehen, haben wir, wie man halt so einen Elefanten auch verspeist, versucht, eine fachliche Grundstruktur zum Management dieser Komplexität zu erzielen. Das war ganz ein wichtiger Punkt, weil man dann weniger von irgendwie verschiedenen Teilen herumgesprungen ist, dass man weniger über Technologien oder Ähnliches gesprochen hat, sondern dass man sich ganz querschnittlich generelle Teile der Justiz angesehen haben. Das Ergebnis dieses Digitalisierungsberichts war unter anderem gemeinsame Digitalisierungsprinzipien. Und wenn man, ich möchte jetzt gar nicht auf alle einzelnen eingehen, die oberen ansieht, auch so banal es sein mag, weil ich weiß, hier sind wir in der Verwaltung schon in vielen Bereichen weiter, steht da irgendwo im Zentrum auch, dass man sich einmal dazu bekennt, dass wir auch in der Justiz in Richtung eines digitalen Aktes uns bewegen wollen, mit allen Herausforderungen, die damit verbunden sind. Aber genau diese Digitalisierungsprinzipien, die sind mehr oder weniger so ein Ankerpunkt auch in die vorhin genannten Managementgremien, wo man immer wieder auf die zurückführen kann und mit diesen auch Entscheidungen legitimieren kann. Ein ganz wichtiger weiterer Punkt, und den haben wir gerade in den letzten 2-3 Jahren immer wieder strapaziert, alles, was wir uns 2013, 2014 überlegt haben, war so am Ende dieser Straße. Zwar aber ganz bewusst, die Welt, gerade im Bereich der Digitalisierung und der IT, die wird sich immer rascher fortbewegen und wir müssen flexibel sein. Wir müssen unsere Digitalisierungsprinzipien weiterentwickeln, wir müssen aber auch, ich komme dann nachher dazu, unsere Roadmap, unsere Planungen ständig anpassen. Nur dann sind wir glaubhaft mit dem, was wir eigentlich auch selbst erzielen wollen, und zwar Veränderung, Transformation des Justizbetriebes in diesem Bereich.
Wir haben es vorher schon beim Vorredner gehört, was natürlich einhergeht, agile Entwicklung und so weiter, sind bei uns weitestgehend etabliert. Wir haben noch stärker in neue Methoden auch versucht, uns einzutauchen. Design Thinking war bereits vorhin ein Thema, Innovation Games, einfach Themen, die Personen, die davor IT als lästiges Mittel oder vielleicht auch als besonders anstrengend empfunden haben, viel stärker auch abzuholen und ihnen klarzumachen, was eigentlich notwendig ist, um eine Funktion zu erhalten, die man sich wünscht. Und durch die Etablierung und Einbau dieser Methoden, die wir natürlich nicht so benannt haben oder versucht haben auch zu verpacken, ist uns das wirklich bis heute auch sehr, sehr gut gelungen. Und das war sicher einer auch der wesentlichen Erfolgsfaktoren, wo man dann auch Personen, die vorher weniger mit der IT in Kontakt waren, da besser einbinden haben können, um entsprechend auch deren Partizipation in die Digitalisierung hinzubekommen. Last but not least an dieser Stelle war natürlich eine relativ klar zu kommunizierende Digitalisierungsroadmap. Auf die einzelnen Punkte möchte ich da nicht eingehen, wir haben mich bewusst entschieden, jetzt nicht irgendwie in einer Vorführung über einzelne Lösungen und Ähnliches zu geben. Ich habe dann für später, wenn Details interessieren, auch einen Flyer mitgebracht, der auch so die einzelnen Details dieser Digitalisierungsroadmap zumindest einmal im Groben umreißt. Wo stehen wir jetzt heute? Wir haben dann gesagt, wir wollen immer innerhalb von 16, 18 Monaten einen ganz signifikanten, spürbaren Effekt in der Digitalisierung erzielen und haben uns auf den Bereich Sozialgerichtssachen gestürzt. Die werden an den Landesgerichten geführt und konkret haben wir uns da ein bzw. vier Pilotgerichte vorgenommen, wo wir neben organisatorischen und technischen Begleitmaßnahmen die ganze IT-Ausstattung im Arbeitsplatz und im Verhandlungssaal sowie auch klassische Applications versucht haben, jetzt in den ersten Schritt auf die Beine zu stellen. Organisatorische Maßnahmen, das die Punkte nur, um Ihnen ein Beispiel zu geben, Forcierung interner Zustellungen. Die Justiz ist, gerade was das Außenleben betrifft, und da werden wir auch sehr oft beneidet von anderen Ländern, wir kommunizieren mit Außenstellen, sei es zum Innenministerium, aber auch zu Rechtsanwälten, Notaren und so weiter, ca. 8 bis 10 Millionen Zustellungen und Eingabenzustellungen pro Jahr. Also muss man sagen, sehr, sehr weit fortgeschritten, was im Innenleben passiert, es wird ausgedruckt und wir führen Papierakten. Ja. Und das sogar zwischen zwei Dienststellen. Also da ist sehr, sehr viel Potenzial drinnen und eine der wichtigen Begleitmaßnahmen, weil sonst diskutieren wir natürlich, wie viel Scanaufwand ist digitale Aktenführung und Ähnliches, einfach einmal diese internen Zustellungen vom Papier in die digitale Welt zu heben, um einfach das Papierpotenzial einmal nach unten zu schrauben. Vorhin schon kurz erwähnt, während IT-Ausstattung mal grundsätzlich aus Arbeitsplatzperspektive und aus Mobile-Perspektive handhabbare Herausforderungen darstellen, ist die ganze Arbeit in einem Verhandlungssaal nochmal eine ganz besondere Perspektive. Ein Entscheidungsorgan ist gerade gewöhnt, mit seinen Akten in den Sitzungssaal zu gehen und von der ganzen Ausbildung her weiß er, wie er damit vorzugehen hat. Wenn man das von einer digitalen Perspektive betrachtet, haben wir auch feststellen müssen, bei sehr vielen Anbietern, gerade für Hardware auch, ist das komplettes Neuland. Wir haben in den USA einige Beispiele gesehen, wo das funktioniert hat, aber wir haben gerade aus diesem Bereich sehr viele Dinge ableiten können, wo man viel, viel stärker auch in die Ausbildung, ins Studium und so weiter der nächsten Generationen reingehen müssen, damit sich einfach auch Arbeitsweisen, die über diese Zeit hier erlernt wurden, über die nächsten Jahre auch ein wenig auf die Digitalisierung einlassen. Nicht zum Zweck der Digitalisierung, weil am Ende, und diesen Anspruch stellen wir immer, damit die Effizienz steigern können. Letzter Punkt, wie gesagt, das soll heute hier nicht unser oder mein Hauptfokus sein. Natürlich gibt es jede Menge weitere oder Applications, die gerade diesen mobilen Einsatz, den Einsatz im Verhandlungssaal und am Arbeitsplatz bestmöglich unterstützen. Teilweise sind das neue Applications, aber, ich habe es eingangs gesagt, wir haben da sehr, sehr viele etablierte Systeme, teilweise 20, 30 Jahre alt, sodass uns da ganz, ganz wichtig ist, um effizient arbeiten zu können oder den Anwendern eine effiziente Bearbeitung möglich zu machen, das Ganze mit einem integrativen Ansatz zu fahren, weil es bringt nichts, wenn wir irgendwo Projekte haben, die zuerst irgendeine Ablöse einer Software, die 5 Jahre dauert,
machen und dann in 5 Jahren da stehen und sagen, so wie lösen wir jetzt unsere Digitalisierungsherausforderungen. Das heißt, von vornherein die Neuproduktentwicklung mit der Integration der Bestandsapplikationen war ganz ein wesentlicher Treiber auch in unserem Digitalisierungsprojekt. Gut, abschließend noch, wie geht es weiter? Man sieht, wir beschäftigen uns jetzt so 3-4 Jahre mit dem Thema, mit unserer Digitalisierungsinitiative. Wir schielen natürlich auch immer ein bisschen, wie geht es andere, die so komplett was Neuartiges in dem Bereich zu tun haben. Ich glaube, geht es keinen anders, wer Digitalisierung vorantreiben möchte, der muss ein bisschen eine Leidensfähigkeit haben, aber natürlich auch eine Begeisterung an der Sache. Und wenn man da genau schaut, wir glauben, dass wir jetzt irgendwo auch diesen vorletzten Berg überwunden haben. Wir wollen jetzt nicht mehr nach links und nach rechts schauen, sondern, wie vorhin gesagt, diesen ersten Footprint eigentlich, zuerst haben wir gehabt vor dem Sommer, aber jetzt über den Sommer, in die Wege leiten und einmal wirklich weite Teile eines Landesgerichts hier voll zu digitalisieren, voll einer digitalen Aktenführung zuzuführen und man darf es nicht immer nur auf die Aktenführung reduzieren, aber da ranken sich sehr, sehr viel weitere Aspekte in der Justiz dran und hoffen dann, dass wir genau diesen steilen Anstieg dann relativ zeitnah noch im heurigen Jahr schaffen, damit wir eben in die nächste Phase unserer Roadmap übergehen können. Und bis jetzt sind wir da relativ zuversichtlich.